berühmten und von mir so geliebt und geschätzt Mary Rose, dann mit Jan Gregor Kremp und wenn ihr den nicht kennt, dann werdet ihr den jetzt kennenlernen. Mit meiner absoluten Hamburger Lieblingsband Tomte, die gar nicht aus Hamburg kommen und schon gar nicht mehr in Hamburg leben. Und am Schluss kommen die Globalkreiner und das ist der Hammer überhaupt. Das, ihr müsst dranbleiben. Globalkreiner, die kreinern sowas von ab. Also viel Spaß. Da hört doch meine Band. Oh, und die Zampentreckers! Die Zampentreckers! Ich sollte unbedingt heute fünfmal Zampentrecker sagen, weil ich es immer vergesse. Ciao. Meine Shanty-Jungs, geht's euch gut? Ja. Akkordeon klemmt dich? Ja, ich hab ein cooles Gefühl. Ja. Ich würde mal sagen, Hamburg im Regen, ja. Aber ist egal. Setz mein Haar. Den Jungs ist schon kalt, doch gleich wird es wärmer, denn sie ist heute hier und trinkt mit mir sicher gleich noch ein Bier. Kinder, begrüßt mit mir Mary Rose! Mary, 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 Mary. Hamburg im Regen, die Straßen sind leer und die uns begegnen, die wundern sich sehr. Wir lachen und tun so, als wäre nicht so schön, als in Hamburg spazieren zu gehen mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Zwei, die sich mögen, die glauben daran, dass auch bei Regen die Sonne scheinen kann. Ja, Hamburg im Regen, die Straßen sind leer und die uns begegnen, die wundern sich sehr. Wir lachen und wäre nicht so schön, als in Hamburg im Regen mit dir zu gehen. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Ja, danke schön. Darf ich mit? Na, geht das schon gut los? Hol ich mir mein Bier. Ja. Der hat sich schon gerade verteilt. Den du gerade Uli genannt hast. Ja, ja, ich dachte, er hätte mir noch Uli zugerufen, als er mir die Tür an den Kopf knallte, als wir aus dem Bus stuben. Komm, wir trinken was. Komm, wir trinken was. Was trinkst du eigentlich Wasser. So? Wasser. Wasser? Ja. Was hast du denn? Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Sag mal, bin ich hier so klein? Nee, das, ich auch. Ach so. Ja, das mache ich genau so. So mache ich das, sonst geht's gar nicht. Ja, so. Sonst geht ja gar nicht. Und dann nicht. Macht man es so. Ja, das bist du ein bisschen zu hoch für ich mich. Ich finde das schön. Frau Müller. Mary will ein Wasser. Und? Aber vielleicht das Japanische von eben. Ja, es wird witzig heute Abend, glaube ich. Da geht richtig die Luft ab. Aber du machst aber das ja. Du machst ihr das könnt ja. Ja schon mal Prost sagen, ne? Ihr habt alle schon. Ja, Prost! Kinsella, what shall we do with the drunk? Kinsella, what shall we do with the drunk? Kinsella, early in the morning. Du kleines, wildes Ding, du. Wir fangen gerade, bin ich. Ja. Wir fangen gerade erst an und ich bin schon fertig für die Nacht. Puh, Mary, du bist meine absolute Lieblingsschlagersängerin. Was immer für du mich. Du kennst nur eine, oder? Nee, ich kenne sie alle und ich kann bei allen immer irgendwie so mitsingen, was man so kennt. Aber du warst für mich immer so die Coolste, die so ein bisschen rausstach. Ich weiß gar nicht warum. Durch ihre Art, durch. Du hast nie Wenn so. Wenn du es nicht weißt. Ich weiß es ich nicht. Ich weiß es auch. Es ist einfach nur mein Gefühl. Dann fragt man dich, was du in deinem Leben gerne können möchtest, und du sagst Klavier spielen. Ja. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich fand das Instrument immer so sehr unbequem, es mitzunehmen. Das war der einzige Grund, warum ich es nicht gelernt habe. Ich glaube, wenn man Klavier spielt, ne, hat man den Riesennachteil, dass man immer gebeten wird, jemanden zu begleiten. Das stimmt. Und aber man glaube, hat viel Schlag bei Frauen, oder? Wenn du, ist es so, Ralf? Ja. Weiß ich nicht, hast du viele Frauen gehabt in deinem Leben, Ralf? Was ist viel, sagst du, ne? Jetzt fragst du mich wahrscheinlich, wie viele ich hatte. Wie viele hattest du? Keine Ahnung. Ich habe so lange vorbereitet gerade.
Ich habe das sei schon mal ehrlich. Ja, ich könnte jetzt ehrlich sein. Sei mal ganz ehrlich, ohne so. Mach mal, wie viel? Ich kann das nicht sagen. 10. Ich kann nicht, 20. das nicht sagen. Ich finde das ganz schrecklich, das zu sagen. 30? 30 ist 30? Zu viel. Nein, 30 Nein. ist zu viel. Hattest ja. du wirklich 30? Nee. Das wäre ja viel zu anstrengend. Das wäre mir ja zu anstrengend. Ja. Hey! Zwei Wochen nicht beziehungsweise. Aber ich war zweimal nicht verheiratet. Ich glaube, also was man noch beantwortet in seinem Leben, ist, glaube ich, die Frage so nach One-Night-Stands, weil man das da nicht hochrechnen kann. Aber wenn man wirklich sagen soll, wie viele Männer hattest du in deinem Leben, finde ich das Intimste, was man verraten kann. Ich wüsste es trotzdem nicht. Ich würde es dir sagen. Ich habe mal nachgezählt, wenn ich ehrlich bin. also ich war zweimal verheiratet. Richtig nachgezählt. Und es waren viel mehr, als ich dachte. Also mein Gefühl war so, aber mit der Strichliste waren das dann viel mehr. Wie hast du das gemacht? Am Strand mit dem Stock im Sand. Nein, wirklich. Und es kam immer, war doch noch. Ja. Und, oh, ja, schade. Und dann waren das immer mehr, naja. Aber du, ich habe mir ein kleines Listchen hier natürlich gemacht. Fangen wir mal ganz chronologisch an, Rheinländerin. Wie bist du hier in Hamburg gelandet? Durch deinen Mann? Der Liebe wegen, ja, ja. Also das war Liebe auf den ersten Blick. Ich bin hierher gekommen und ich habe gesagt, hier bleibe ich. Echt? Obwohl mich alle gewarnt haben. Die haben gesagt, ach, die Norddeutschen sind so stur oder so. Finde ich überhaupt nicht. Hat man ja gerade gesehen. Ich habe ja gesagt, sind sie nicht. Guck mal, der Shantychor regt sich furchtbar auf. Nein, ich sag dir was, Mary. Der Shantychor weiß, dass du im Moment nicht verheiratet bist. Und die sind alle ganz enorm. Aber die sind ja auch alle verheiratet. Guck doch, die sehen alle so verheiratet aus. Guck sie dir an. Das, wie klein ich die unter ihren Mützen schon rausgieren. Natürlich sind die alle verheiratet, aber da könnte ja was laufen. Und deswegen sind die total aufgewühlt. Die sind wuschig. Der Shantychor ist heute Abend wuschig. Das merke ich. Findest du denn einen davon? Ich fand sie alle sehr nett. Wirklich. Ich kam hierher und die haben alle Hallo gesagt und Moin Moin und alles war gut. Aber einer, wenn ich jetzt so weggucke und wir machen das heimlich, weil wir sind viel zu leise, das hören die gar nicht. Einer, den, wo du jetzt schon sagen würdest, optisch wäre das dein Fall? Ja, der die Mütze auf hat. Eine Freundin von mir war neulich in Frankreich und hat gesagt, sie wäre fast zusammengebrochen. Da im Radio lief ständig deine Musik und die hätten immer nach der Musik gesagt, oh Madame, le Gilles Le Mans, wie ne Marie Ross. Marie Ross. Marie Ross. Marie Ross. Mhm. Läufst du immer noch im Radio in Frankreich? Mhm. Du bist da nämlich immer noch viel mehr Star als hier. Weißt du, was ganz ulkig war? Als ich das erste Mal eine Sendung gemacht habe, kam ich raus und er sagte, maintenant, Marie Ross, haben alle gelacht. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ist irgendwas auf oder kaputt oder so? Weißt du, was war? Nee. Marie Ross ist ein Entlausungsmittel. Es ist so. Und hast du auf Französisch auch gesungen alles? Ja klar, ich habe 5 Langspielplatten, hat man ja damals noch gesagt. Ja. Gemacht, ja. In Frankreich? Und ich habe Theater gespielt in Frankreich. Und sprichst du dann perfekt Französisch? Nicht perfekt, aber... Jetzt ganz gut. Hm. Damals auch schon? Ja. Und du warst ja mit einem Franzosen verheiratet. Warum lässt man sich vom Franzosen scheiden und heiratet Gottlieb Wendehals? Hast du Gottlieb Wendehals früher mal gesehen? Nein. Ja. Doch. Also wie mit diesem Suppenhuhn und dieser... Nein, anders. Ich meine privat. Nee. Du? Deshalb. Ja, natürlich. Sonst hätte ich ihn ja nicht geheiratet. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Du als Rheinländerin, ob dich das so angemacht hat, wie der in der Polonaise mit diesem Suppenhuhn. Hat er ja noch nicht gemacht. Hat er das noch gar nicht gemacht. Nein, der hat Boogie Woogie gespielt und ich war total begeistert. Ach, ich dachte, du hättest den als Gottlieb mit dem Huhn und mit dem Jackett kennengelernt zusammen. Mir geht das Herz auf. Nee, wir sind auf nach St. Pauli gegangen und haben diese furchtbaren Klamotten besorgt. Du bist doch schuld an dieser karierten Jacke. Und du. Eher an dem Hemd. Und als er damals als Boogie-Woogie-Klavierspieler gespielt hat und du dich in ihn verliebt hast und er diese Idee hatte, dieses Polonaise-Lied zu machen, sich dieses Jackett anzuziehen, die Haare so zu machen und das Huhn in die Hand zu nehmen, war es da nicht vorbei? Und da gehst du noch mit, diese Sachen kaufen? Ja, ich fand das ganz lustig. Ja. Du warst sehr verliebt, oder? Ja. Warst du da schon schwanger? Nee. Weil dann kriegt man ja so einen... Ja, dann so ein Hormonschub, sich, ja, man dass kriegt man alles ja dann so, egal was du machst, Nein. Ich finde dich toll, toll, toll. Nein. Aber ich finde, wenn man jemanden liebt, dann findet man das doch alles toll, oder? Nee. Du nicht? Nein. Doch, ich schon. Das darf man nicht hinkommen. Dass man so ein Hemd anzieht und so ein kariertes Dings. Also ich, wenn ich die Frau gewesen wäre in dem Moment, hätte gesagt, du kannst ich das gar nicht sagen, weil du weg. Hast ihn gar nicht gesehen. Das war, was hast du gesagt? Was? Was? Ich glaube, ich muss dann mal weg. Du musst dann mal weg, das habe ich ja dann auch gemacht. So einen Finger an, dann hatte er natürlich riesig Erfolg. Das ist, Erfolg macht dann ja wieder sexy, vielleicht ist es das.
Der war ja du, ich finde, du kannst niemanden ändern. Wenn du einen Menschen liebst, dann liebst du ihn. Und wenn er denkt, er muss das machen, dann ist das völlig in Ordnung. So einfach ist das. Wann wurdest du dann schwanger? Ganz spät. Ja. Was ist spät? Sehr spät. Wenn du jetzt noch das Jahr wissen willst, dann... Nee, sag mal so ungefähr mit 40? Super. Nee. Mit 37. Das ist sehr, sehr spät. Ja, für dich. Aber du willst ja keine Kinder. Nein. Und siehst deswegen du? Singen wir jetzt auch. So. Was singen ich wir habe denn? Mich für singen... Wir singen was ganz Tolles. Wir singen was... Jetzt ja. muss ich wieder Wir singen drauf. Jetzt etwas... Sehr, eigentlich wollte ich über das Thema Alter und Männer und finden wir denn überhaupt noch mal einen in diesem Leben, wollte ich eigentlich, ja, die Jungs sind wieder begeistert, weil du noch so fit bist. Das sehen die jetzt erst. Ihre Frauen kommen nicht mehr so über den Tresen, wie die zu Hause haben. Ich mache ja auch Sport, weißt du? Was machst du so an Sport? Alles. Und dann gehen wir essen. Ja. Ich wollte eigentlich über das Thema so ein bisschen Alter und finden wir denn irgendwann ja, überhaupt noch mal ja, einen in dieses Lied kommen? Nee, nicht immer drauf. Ich sag's nicht immer, du fühlst dich doch nicht angegriffen. Och, klar. Ich? Ach, wie könnte ich denn? Nein. Es ist ja sonst keiner da, mit dem du redest. Das Lied, was wir jetzt singen, ist so ein bisschen, geht um die Thematik, wie kann man sich als Frau mit über 50 noch auf irgendwas das einlassen? Das ist ganz schlecht. Wenn die Kamera von unten kommt, kriegst du... Dreifach Hals. Ja, und das macht er, damit er seine Aggression los wird. Aber er ist ja nicht größer, deswegen kann er es nicht ändern. Das ist ganz traurig. Dieses ist ein trauriges Lied. Ich wäre gerne einmal du und schaute mir aus deinen Augen zu. Ich frag mich oft, was würde ich sehen? Schaust du mich an mit viel Gefühl oder eher distanziert und kühl? Könnte ich mich selbst in dir verstehen? Schenkst du mir wirklich dein Vertrauen? Kann ich mein Leben auf dich bauen? Du vergessen und verzeihen, lässt du dich wirklich auf mich ein? Oder wär das zu schön, um wahr zu sein? Wär das zu schön, um wahr zu sein? Sie verlieben sich gerade alle in dich, Mary, da draußen. Stört dich in meinem Haar das Grau, bin ich für dich die allerschönste Frau. Willst du gemeinsam mit mir leben? Hältst du das Älterwerden aus oder nimmst du irgendwann Reis aus? Bist du bereit, dich ganz zu geben? Glaubst du genau wie ich daran, dass Liebe ewig halten kann? Bist du bereit, mir treu zu sein? Tauschst du deine Freiheit für mich ein? Oder wär das zu schön, um wahr zu sein? Das zu schön, um wahr zu sein. Marie Rose, Marie Rose! Wir machen das toll, ne? Ja, super. Und mit zu viel Freude, weißt du? Ja. Wisst ihr, was ich ein bisschen vergessen habe anzusagen? Ihr sollt jetzt Bierdeckel schreiben. Und zwar liegen da Bierdeckel für Marie Ross, pour Marie Ross,
Wenn ihr Fragen habt, bitte auf die Bierdeckel. Und wir reden jetzt noch ein bisschen und dann sammeln wir die ein. Ne? Genau. Ja, wir können Mikro, glaube ich, mal wegtun. Mhm. Ich würde so gerne mit dir über das Thema Männer noch ein bisschen reden. Findest du es doof? Ja. Sitzt du bequem Männer so? Guck mal, wir sitzen sogar schon gleich. Opa. Ja, und siehst du die Körperhaltung? Wenn ich mit... Siehst du? Zueinander. Ja, das ist gut, ne? Mhm. Wenn ich in deinem Alter bin und es ist nicht mehr so lange hin, möchte ich so sein wie du. Schmeichelt dir sowas? Ja. Findest du das, sagen das viele Frauen so? Sagen, oh, so will ich sein. Ich finde es gut, wenn sie das sagen, weil wäre doch schrecklich, wenn man mit 40 schon in die Grube springt, oder? Ja, das wäre jetzt für mich ein bisschen doof, weil dann wäre ich schon 3 Jahre weg. Nein, nein. Du wirst auch eine schrille Alte. Ja, und heißt es immer, wenn man schrille Alte ist, ne, ist man dann automatisch immer irgendwie allein? Wahrscheinlich sind wir zu frisch, so, oder? Ja. Uns will doch keiner. Hält, keiner auf Dauer hält uns doch keiner aus. Warum oder nicht? Dabei, warum nicht? Ich kann gut kochen. Oh, bin sehr häuslich. Oh nein. Aber die, sonst alles. Immer gleich platzt da draußen die Bombe, wenn du so weitermachst. Nein. Ja, ja. Aber wahrscheinlich sind wir irgendwie zu frech. Was ist es denn? Hängt bei dir vielleicht die Latte zu hoch? Erwartest du zu viel? Soll er zu toll sein? Hast du deine Erwartungen nie runtergeschraubt, was man ja irgendwann im Leben muss? Ich sage ja immer, Kompromisse erst ab 50. Tja, siehste. Und was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt, weil mir war das nie so wichtig. Echt nicht. Das ist jetzt ganz doof, was ich sage. Mann, war dir nie so wichtig? Nein, wie er aussieht. Es ist echt nicht. Also ich meine, ich möchte jetzt keinen kahlköpfigen, dickbäuchigen. Aber das ist jetzt... So, die Hälfte schon mal setzen. Ich umarme euch jeden Einzelnen. Wir machen jetzt, wir machen jetzt noch Ausschlussverfahren. Wir sagen jetzt immer mehr, bis am Schluss nur noch einer steht und den nimmst du dann. Nein, aber ist ja schwierig. Wie gehst du denn daran? Wir wollen ja. Wie machst du denn das? Jetzt mal ehrlich. Ich brauche Tipps von dir. Nee, ich möchte gerne mal wissen, wie muss denn deiner aussehen? Soll ich dir sagen? Ja? Ich brauche einen klugen Schrank. Einen klugen Schrank? Ich meine das so. Schrank ist, ich brauche einen großen Mann, einen großen, kräftigen Mann, der klug ist. Das finde ich toll. Mehr nicht. Nur, mir ist es ein bisschen egal, ob der Haare hat oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin optisch, habe ich gar keine Fixierung. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich gerne, da bin ich, glaube ich, weiß nicht warum, aber ich finde es halt, mag das halt, wenn man so sagt, ja. Ja, siehst du? So, und so war ich bei Böhm. So war ich. Ja. So. War der größer als du? Ja, klar, da gehört ja nicht viel zu. Auch mal einen ganz älteren gehabt? Einen sehr viel älteren, den du bekochen konntest und hätscheln und tätscheln? Ja. Wie war das? Gut. Ja, wie war das? Das soll ich dir jetzt erzählen. Gut war das. Was hat dich gestört? Warum hat es nicht gehalten? Ja, das jetzt ist immer nicht, die... ist gestorben. Das ist immer die Frage, warum es nicht gehalten hat. Einfach, wenn ich nicht mehr geliebt habe, bin ich immer gegangen. Das ist doof. Aber man sollte das vielleicht ja mal kaputt. Ja, genau. Weil man kann ja nicht immer wieder von vorne anfangen. Ja, ich bin so ungeduldig. Ich bin schrecklich ungeduldig. Ich habe immer das Gefühl, wenn denn alles gesagt ist und die Liebe ja auch irgendwie weg ist, da reparieren ist nicht mein Ding. Ich muss das denn einsehen. Doch, ich repariere auch. Echt? Ja, ja. Wie macht man das? Wie arbeitet man an seiner Beziehung? Geht das? Indem man redet. Das mögen ja Männer überhaupt nicht. Wenn sagt, ach. Jetzt müssen wir mal über was reden und dann sagen die Männer, ach du, ich muss ja jetzt noch zum Skat. Können wir das morgen machen? Ich mag das aber auch nicht. Doch, ich mag gerne. Ich finde, wenn einer dumme Sachen macht, sagt oder doof ist, dann muss man nicht mehr drüber reden. Aber du musst ihm doch mal die Chance geben. Vielleicht ist das alles ganz anders, als du denkst. Was? Naja. Also du gehst doch nicht einfach, wenn du jemanden lieb hast, gehst du doch nicht einfach weg, nur weil du dich jetzt mal über den ärgerst. Oder wenn mir jemand am Tisch gegenüber sitzt, den ich nicht mehr sehen kann, dann muss ich gehen. Dann kann ich nicht sagen, ich kann den nicht mehr sehen, lass uns drüber reden. Dann bleibt keiner, oder? Weil man müsste dem ja auch, eben. Ja, dann haben wir es doch wieder gesagt. So, und was ist eigentlich... Aber ich finde, ein Leben ohne Männer wäre langweilig. Natürlich. Stell dir das mal vor, lauter Weiber. Das wäre doch furchtbar. Nein, das Wichtigste im Leben ist sich verlieben. Ja. Deswegen sind wir doch da. Ja, und das nur ist so schön. Nur die Liebe lässt uns leben. War das deins? Geht's dir gut? War das deins? Nee, hast du das gesungen? Ja. Oh. Welthit. Wie nennen die Leute dich eigentlich? Rosemarie oder Mary? Mary. Und dein richtiger Name ist ja Rosemarie Schwab. Hast du dir das ausgesucht, ja, Mary klar. Rose rauszumachen? Nein, damals musste man einen englisch klingenden Namen haben. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann haben die... Und dann wollte ich aber meinen Namen nicht so ganz hergeben. Dann habe ich gesagt, okay, ich heiße Rosemarie, da drehe ich es einfach um. War Mary Rose. War wenigstens ein Teil von mir noch. Und hättest du Ina Müller geheißen, hättest du dann auch irgendwie... Heute würde ich mich Rosemarie Schwab nennen. Würdest du machen, oder? Absolut.
Ich habe nämlich überlegt, Ina Müller geht nämlich irgendwie auch nicht, weil Müller ist doof. Ja, aber du hättest damals auch nicht Ina Müller heißen können wahrscheinlich. Ich habe mal rumgefragt. Charlene. Ich habe mal rumgefragt hier in Hamburg, was die sagen würden, wie Ina Müller, was ich so für einen Künstlernamen eigentlich hätte haben können. Und, was haben sie gesagt? Gucken wir mal. Mein Herz macht bumm. Hallo, wir sind im Hamburger Hafen und es quält mich folgende Frage. Brauche ich nicht auch einen Künstlernamen? Ina Müller, wer will schon Ina Müller heißen? Guck mal, zum Beispiel Mary Rose, die heißt ja Rosemarie Schwab. Da kann man doch nicht Ina Müller bleiben. Oder hier, guck mal da, Rigmar Rigmas. So heißt doch keiner. Das ist doch ein Künstlernamenschiff. Moin, mein Junge. Vielleicht könntest du Mina Nüller nennen. Mina Nüller? Mina Nüller, das wäre doch... Mina Nüller. Ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Finde ich süß. Mina Knüller. Knüller. Maggie Müller? Ja. Ist wie Mackie Messer. Deine Currywurst riecht vielleicht gut. Ja. Trude. Trude. Fisch. Trude Fisch ist toll. Trude Fisch ist super. Wie heißt du mit Nachnamen? Fisch. Heute aus dem Hamburger Hafen mit Eva Fisch. Das würde ich auch schön finden. Nuki Nüller. Wie heißt du denn? Herbert. Aber nenn mich Günther, damit sie alle wissen, dass ich das... Das ist Künstlername. Ja, richtig. Ina Lolo Brigida. Ina Lolo Brigida. Ich weiß warum. Ich wäre für Maike Diego. Nuki Nüller hat mir bisher am besten gefallen, muss ich sagen. Ich dachte so an Chantal de Bergerac Gott, oder... Gottes Willen. Nein, Ina Müller, es muss bleiben. Das hätte ich schon früher machen müssen. Richtig. Ja, wenn dann schon. Denn ja, nimm du doch deinen Künstlernamen, Frau Wuß, und wir bleiben bei Müller. Ne? So, haben wir's. Könnte ich mich dran gewöhnen? An diesen Jingle, ja, den wird man auch 3 Tage nicht los, sage ich dir. Egal, wenn dir irgendwo was beim Einkaufen passiert oder so, du hast den immer am Singen. So, dann wollen wir mal Bierdeckel einsammeln, würde ich sagen. Ne? Bringt mir die einer, ich komme hier nicht runter. Oder schmeißt sie doch einfach oder so. Da, es sind schon alle weg und da hinten müssen noch ein paar. Oh, das sind aber viele, guck mal. Tja, du bist mal gespannt. Komm, wir fangen mal an. Die Beziehung zu ihrem... Das kannst du lesen? Mary, nee, eben auch nicht. Aha. Mary, warte mal, sie singen... Ach so, ja, dafür habe ich Linsen drin. Mary, wie jung ist was? Ach, Marys Sohn. Wie, Der wird 22. Jung. Jung, ne? Ja. Dann kennst du dich ja mit so Typen wie Carsten aus. Die gehen ja bei mir ein und aus. Verstehst du? Ah ja. Die gehen ja ein und aus bei mir. Aber ich habe das ganz gut, weil ich habe ein eigenes Haus für mich und er hat ein Haus für sich. Das ist zu empfehlen, wenn man das kann. Oder hat es geschafft? Ja. Du, wenn du so lange singst, schaffst du das auch. Ja. Bist du reich? An Liebe und an, Wie lange willst du denn so arbeiten? Ist denn das egal? Bis ich hier runterfalle. Ja? Ja. Dann lade ich dich nochmal ein. Danke. Das wollen wir sehen. Was steht hier? Sie hat schon ihren Charme, oder? Wo fing es denn an? Guck mal, ich weiß nicht, wo es anfängt. Ich sehe ja noch nicht mal, was Jahre es heißt. Ach, da vielleicht. Heute, aller digital ök, was mötsch in dem Schlager, der Herr Jahren geschrieben. Was? Kannst du auch nicht lesen? Nein, gar nicht. Du, das freut war mich jetzt war das echt. Superherrn, was? Suppenhuhn, Entschuldigung. Auch mal im Bett. War das Suppenhuhn auch mal im Bett? Du meinst jetzt das Huhn, das er immer dabei hat? Ja. Oder da? Nee. Nee. Na, sag mal. Ich würde gerne mal über deine Praktiken reden mit Nein, dir. Nein, über meine brauchen wir nicht zu reden. Doch. Ich hab... Wer war das? Also diese Sendung gefällt mir, weißt aber du? Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, ja, das gefällt mir gut. Hast du also, ein Lieblingslied? Oh, das war schön. Hast du ein Lieblingslied? Ich habe ganz viele Lieblingslieder. Wieso findest du Amy Winehouse so toll? Weil die einfach genial singt. Du singst genial. Ja, die singt auch, genial. Aber du doch auch. Du singst doch schon genial. Die singt, dort nicht also noch genialer als du. Das ist wirklich eine Jahrhundertstimme für mich. Echt wahr. Würdest du da gerne mal was covern und auf Deutsch machen oder so? Nee. Na, 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 na. Ich sag yo, yo, yo. Na, na, na. Also, auf Platt ging da was, glaube ich. Wie findest du den Grand Prix? Würdest du das heute noch mitmachen? Du wirst lernen. Ich habe vor 2 Jahren mal von einem anderen Land einen Antrag bekommen, das zu machen, aber... Welches Land war das? Sag ich dir jetzt Usbekistan nicht. Oder so? Nein, war aber Frankreich. Frankreich. Es war ein französisch sprechendes Land. Oh, ein französisch sprechendes das heißt, Land. Irgendwo in Kanada nach oben, irgendwas? Nein.
Mit wem würdest du mal auf der... Mit wem würdest du gerne mal auf der Bühne singen? Mit dir. Ach, echt? Auf der Bühne mal. Ich habe mir sogar eine Platte von dir gekauft, die allererste. Arschgeweih. Dann hätten wir doch hier was singen können von mir heute Abend. Ja. Mache ich immer so ungern. Es könnte so wie nach Werbung aussehen. Aber weißt du, was wir machen? Ohne Kamera singen wir mal auf der Bühne was zusammen. Oh ja. Das finde ich schön. Mhm. Bist du eher rheinländisch oder eher hanseatisch? Oder haben wir eigentlich auch schon ein bisschen geklärt, ne? Morgen würdest du... Was? Gerne, morgen? Was nee, auch mit wem würdest du gerne mal singen? Doch ein bisschen. Es kristallisiert sich doch darauf hinaus. Warst du mit dem Huhn mal im Bett und mit wem würdest du gerne singen? Das kommt öfter vor. Dann sagen wir mal Prost, ne? Kann ich noch ein Bier haben? Und wisst ihr, was jetzt kommt? Kennt ihr Tomte? Ja. So toll. Können wir Tomte mal reinholen? Oder soll ich die holen? Tomte! 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 Jungs, moin. Tschüss. Ihr wart ja lange in Hamburg, jetzt seid ihr in Berlin. Genau. Ne? Wieso seid ihr eigentlich bescheuert? Warum seid ihr nach Berlin gegangen? Ich habe gehört, auf YouTube, um zu nerven, hast du da erzählt. Weil ich bin einfach meinem Herzen und meiner Liebe gefolgt. Wie ist denn die Liebe? Ist sie in Berlin? Ja, ist sieht so aus. Ne? Sonst wäre doof, wenn ich dann gezogen wäre. Ne? Verheiratet? Verheiratet? Nein. Ich oder die, die ich liebe? Nein, du und die Liebe. Nee. Du und die Liebe? Nee, ich werde noch ausgecheckt. Ja, echt? Ja, klar. Aber Baby schon? Sieht so aus, ne? Making on? 16 Monate. Weißt du, was das Härteste ist? Nee. Wenn du jetzt so auf Tour fährst, mal so 2 Wochen weg und dann sagst du so, boah, ich hau jetzt mal ab, ne? Und dann kommt die so angelaufen und greift sich um den Oberschenkel und sagt, Mama sagt sie zu dir? Nein, die sagt, ja, weil ich den weiblichen Part in unserer Beziehung übernehme. Tess, seid ihr aufgebaut eigentlich? Nicht, dass wir wieder in ein Reden geraten. Und jetzt darfst du rübergehen und ich sing von mir aus mit. Applaus! Und es kommt aus dem Monster eine Kaltform, von der sich noch Generationen erzählen. Und ich gehe auf die Straße und höre zu, wie es an Scheiben und Zweigen geht, wie sich alles verlangsamt. Du stellst dir vor, dass in allen Winkeln der Welt Menschen wohnen und nur durch die Länge der Schatten unterschiedlich sind. Und ich fühle mich wie der letzte große Mal, der Tau auf dem Glas, der erste Sonnenstrahl im Tal der Lust. Mich in den Wind, genieße den Biss der Luft und ich weiß, genieße den Biss der Luft und ich weiß, dass wir allein sind. Bei minus 18 Grad habe ich eingesehen, dass die Straße den Träumen gehört. Ich male etwas in den Reif, ein Zeichen, das nur wir verstehen, ein umgedrehtes Kreuz, flankiert von Herzen, Schmerzen sind nichts Neues für mich. Doch du weißt, ich muss gehen, hier ist noch Platz auf der Bank und das hier ist mein fundamentale Dank. Denn ich fühle mich wie der letzte große Wal, der Tau auf dem Gras, der erste Sonnenstrahl im Tal der Lust. Ich lege mich in den Wind, genieße den Biss der Luft und ich weiß, genieße den Biss der Luft und ich weiß, dass wir alleine sind. Denn ich fühle mich wie der letzte große Wal, der Tau auf dem Glas, der erste Sonnenstrahl, Schrei der Lust. Ich lege mich in den Wind.
Grenze. Wenn ich nochmal auf der Echo-Veranstaltung bin, ne? Und du stehst so am Tresen rum, dürfte ich dann, und dann würde ich vorbeikommen und dürfte ich dann sagen, hi Tees. Also, oder wäre das dann doof? Bei der nächsten Jetzt kennen wir uns doch, bei der oder? Nächsten Echo-Verleihung wirst du auf meinen Schultern reinreiten, ja? während du den Echo verliehen bekommst. So. Weil ich bin ein schlauer Schrank. Ach ja, alles klar. So, das ist ein schönes Wort. Und hier nochmal. Meine Band, muss ich noch mal sagen an dieser Stelle. Ich habe zwei Mikrofone hier, weil mein nächster Gast, ich sage mal was, der hat es geschafft. Der ist ein toller, total erfolgreicher, cooler Schauspieler, obwohl er nicht in Berlin lebt. Und ich habe ihn eingeladen, obwohl er Leverkusen-Fan ist. Und deswegen freue ich mich total auf Jan Gregor Kremp. O'clock on a Saturday, the regular crowd shivers in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, Bill, I believe this is killing me. Woo! As a smile runs away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Jan Gregor Kremp! Toll! Toll, da kann aber mal einer. Ja, da kann aber mal einer singen, oder? Geiler Typ. Mann, geiler Typ kommt hier schon aus der Ecke. Ehrlich? Jan Gregor, ja, sagt man getrunken, Jan, sagt man Gregor oder sagt man Jan Gregor? Am liebsten Jan. Warum? Gregor ist doch sehr aufregend. Willst du wissen? 5 Geschwister habe ich. Die heißen Marie-Jeanette, Antje Dorette, Jörg Werner, Jan Gregor, Sven Martin und Clayvon. Und wenn mein Vater ganz böse war, ist immer Jan Gregor! Und deshalb möchte ich Jan heißen. Okay, wir sind 5 Mädchen zu Hause. Und wir heißen Karin und Heike, Annette, Ina und Dörri. So einfach kann es auch gehen. Nur im Gegensatz zu mir. Meine Eltern waren Bauern und deiner war Musikprofessor, dein Vater, ne? Ja. So, da hat man halt auch mal andere Namen dann. Das ist richtig, ja. Mein Gott. Aber damit muss man ja sein Leben lang leben, ne? Ja, da hast du also gesagt, so dann Paul lieber mit Jan. Oder sowas. Jan, ja. Gut, und aber was ist trinkst der du, Jan? Ich trinke gerne mal so ein Bier? Sowas Gelbes. Wir hätten gern so ein, ein Bier. Ich glaube, ich gehe mal mittig. Das ist ja auch, das ist ja ein bisschen stickig hier, ne? Aber es ist schon kühler geworden. Ehrlich? Wir haben hier schon Temperaturen erlebt. Seitdem ich gekommen bin, oder wie? Ist es kühler geworden? Nee, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Danke. Ich bin gerade sehr begeistert von deinem Gesang. Guck mal, wir setzen uns wieder auf unsere Füße. Guck mal, wo ich hier sitzen muss. Was für ein Ding. Komm, jetzt mach Platz. Da kann sich ein bisschen. Ja. Die Sitzriesen. Ja. Jan? Ja, bitte. Leverkusen-Fan. Ja, sicher. Also Leverkusen... Ihr seid so eine zusammengekaufte Pharma-Elf. Nein, ach, das ist doch alles dummes Gelaber. Was sind denn dann die Bayern? Wir sind eine junge Mannschaft und außerdem Leverkusen, wer Leverkusen kennt, dem gefällt es überall, ist der eine Spruch. Und der andere Spruch heißt, Leverkusen ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es gut von da aus sehen. Ja, Arsch der Welt sagt man eigentlich, wolltest du ja nicht sagen, Arsch, oder? Was hab ich denn gesagt? Das Ende der Welt. Da siehst du mal, was ich für anständig. Ja. Aber bist du eigentlich der einzige Promi in Leverkusen? Rudi Völler gibt's noch. Aber der lebt ja nun echt nicht freiwillig da. Doch, der lebt da freiwillig. Der kriegt so viel Kohle, der lebt da freiwillig. Könntest du dir vorstellen, in Leverkusen zu leben, Mary? Och, ich kann mir alles vorstellen. Gott sei Dank weiß keiner, wie es bei mir aussieht. Es kommt auch nie einer und es ist herrlich. Es ist nie, es gibt wenn du eine Fete machst, hat keiner Bock nach Leverkusen zu fahren. Ich mache nie eine Fete. Ich bin ja froh, wenn keiner kommt. Du nennst dich ja selber als gesichtsbekannt, ne? Gesichtsbekannt. Ja, gesichtsbekannt. Namen kennt keiner. Nee, den kennt auch irgendwie keiner. Nein, den kennt keiner. Das passiert mir immer wieder. Genau. Auch hier. Und ich hab ab und zu hört man das, jetzt, wenn man hier, wenn ich in Hamburg langlaufe, dann heißt schon mal, hört man so, Hauchspieler. Ja, ja. Dick geworden. Sowas. Aber zum Beispiel, wenn ich sonst wo irgendwo rumsetze oder so, dann kommen die Leute mal, sag mal, Entschuldigung. Die letzte Woche bei Petra, oder? Letzte Woche die Party, wo wir so besoffen waren. Ne? Dann meinen die kennen mich da oder ich hätte bei ihnen die Heizung repariert. Oder das war aber gar nicht so. Nein, das ist gar nicht so. Stattdessen habe ich ihnen
tollen Filmen mitgespielt, die nachts um 12 gesendet werden. Sag mal ein paar tolle Filme. Ich weiß, du hast mit dem Elvis, mit dem Hund diese Sendung gehabt, die wurde abgesetzt. Warum? Sind die doof? Die haben so viel Werbung gemacht und dann war schon wieder weg. Wahrscheinlich sind die doof. Lassen wir so stehen. Also ich habe mit Book gedreht, ganz am Anfang, wir können auch anders, fand ich großartig, da so ein Roadmovie und so, ja mein Gott, man kennt das Tatort. Weißt du, was mich irritiert? Du hast die Haare sonst immer so nach hinten. Das macht schon. Ja, das geht ja nicht mehr. Erstmal fallen die ein bisschen aus und zweitens waren die gefärbt für den Film. Das geht aber noch, da ist aber schon noch überall was. Ja, ist ja jetzt auch Puder drauf und so. Ach so. Und dann wollte ich die zurückfärben lassen. Dann hat meine Gattin gesagt, das mache ich dir. Ich sage, meine natürliche Haarfarbe. Dann waren sie Gold. Ja. Dann habe ich gesagt, Mann natürlich total doof. Geh zum Friseur, dann bin ich zum Friseur gegangen, hat die gesagt, gut, dass Sie kommen, ich habe gerade mein Diplom im Färben gemacht. Dann sage ich, na wunderbar, also meine natürliche Haarfarbe, dann waren sie grün. Und dann waren sie nochmal so ein bisschen in rot und rosa und da habe ich gedacht, entweder kaufe ich mir jetzt Stöckelschuhe oder ich mache sie mir ab. Und dann habe ich sie abgemacht und jetzt ist das so, ich finde es eigentlich gut, ein paar Leute sagen, du siehst aber brutal aus. Es ist eine Typveränderung, finde ich auch. Ja. Sag mal, du bist ja eigentlich auch mehr Musiker als Schauspieler oder genauso viel Musiker wie Schauspieler. Ja, das will ich nicht sagen. Nee, also wenn ich hier die Jungs sehe, bin ich schon mehr Schauspieler, weil ich es eben auch nicht so praktiziere. Aber die Jungs auch noch nicht Schauspieler sehen. Ja. Nee, aber es ist... Warte, ich setze mich einfach jetzt mal hier oben, dann habe ich euch beide ein bisschen mehr im Blick. So, und dann kann ich euch ein bisschen zusammenbringen. Du hast ja mal von wegen Gewichtsprobleme. Wir Frauen reden ja immer oft und gerne drüber, aber für dich ist das ja auch ein totales Thema. Du hast mal 15 Kilo abgenommen. Ja, ich wollte das an sich. Einmal wollte ich das mal sehen, wie das aussieht, weil ich bin eigentlich schon seitdem ich 12 oder 14 bin ich schon immer rundlich gewesen. Und dann habe ich mir einen Personal Trainer. Ja. Ach, wie ist das, ein Personal Trainer? Hast du mal einen gehabt? Hey, guten Morgen! Hey, auf geht's jetzt! Oh, Fabian! Hey, komm mal rein! Komm und und wie fürchterlich! Und dann sind ganze Stadtteile gut drauf, wenn die kommen. Ja? Und dann läuft dann so. Und das hat zum Effekt, dann kriegt man auch so Ernährungsvorschläge. Aber man isst einfach nur Bockwürste. Du nimmst ab, glaube ich mir. Ehrlich? Ja, ja. Und dann, aber nach der achten Bockwurst? Pass auf, nee. Nach einem Jahr platzt dir dann irgendwo eine Sehne. Das ist mir passiert. Die Achillessehne. Von den ganzen Bockwürsten? Nicht von den Bockwürsten, sondern von der schlechten Ernährung und weil ich zu dick fürs Laufen war. Ganz einfach. Und dann macht das Peng und dann war's das. Und dann hast du. Aber nicht für den Personal Trainer, oder? Dann gehst du dreimal um die Konditorei und hast schon 5 Kilo wieder zugenommen. Sag mal, hätte man es nicht so machen können, dass doch, der Klingel. Nein, dass der Klingel. Hätte man nicht einfach so damit umgehen können, der hätte, hätte geklingelt, der Personal Trainer, und dann wärst du an die Anlage gegangen und gesagt, ich kann heute gar nicht, ich bin krank. Die sind heute so motiviert, die kommen durch den Schornstein. Schornstein. Die seilen sich ab und zerren dich an den Haaren aus dem Bett. Ist es wahr? Und wie lange hattest du den? Ich hatte den, über ein Jahr. Und das war auch toll, ich habe toll abgenommen. Jahr. Ich konnte tatsächlich ins Schwimmbad mal wieder gehen. Das war toll. Und haben die Frauen gemacht? Nö, da war ich schon Schwenkfutter so zu der Zeit. Das Wort kenne ich auch. Das sage ich zu meinen Jungs auch immer. Benutzt mich nicht als Schwenkfutter. Und da musste eben ein Mercedes haben. Und mit der Börse winken, damit ich überhaupt noch mal jemand angucke. Aber irgendwie frustriert bist du jetzt nicht, weil 15 wieder drauf sind? Die sind meine Frau drauf, sagt immer, ich habe immer schön Platz, hat die damals schon gesagt. Dann gingen wir über den Viktualienmarkt. Da sie sagt, ach, wenn ich mit dir gehe, dann gehen die Leute mal schön auseinander. Kann ich da gut durchgehen. Aber schön. Ja. War für dich Gewicht irgendwie immer so ein Thema? Nicht wirklich, weil ich esse einfach zu gerne. Und wenn man nur einmal am Tag isst und das dauernd, ich esse gerne und ich weiß nicht. Also ich hatte auch schon mal mit einem Personal Trainer geliebäugelt. Ich nämlich auch. Ja, aber und da gibt es auch so in unserem Spa, gibt es da so schöne Fotos. Und vorher, gedacht, nachher oder was? Nee, von den Trainern. Von den Trainern. Man kann sich da einen aussuchen. Ja, aber wenn der kommt, wenn der sagt, Barry, komm doch rein, Jan! Dann ist da auch nichts mehr mit Augen verdrehen, das kannst du vergessen. Vielleicht brauche ich das. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde ja nie einen Mann nehmen, ich würde ja immer eine Frau nehmen. Oh. Also der, also wenn die sind ja furchtbar. Die sind ja noch schlimmer. Ja, die sind ja, und die sind so durchtrainiert und dann lassen die so ihre Muskeln. Und ja, aber so ein Mann, der sieht einen dann morgen schon, wenn man noch halb angezogen mit seinen Wollsocken sagt, ja, ich komme, mit seinem Turnschuh hinterher hüpft.
Dann und hat wenn, er doch Erbarmen mit dann dir. Bin ich am Röcheln und so. Und dann ist das so ein 25-jähriger Personal Trainer. Ja, das mein Problem ist übrigens, ich weiß, dass wenn ich nicht wollen würde, würde ich nicht wollen. Der bräuchte einen Schlüssel, damit der reinkommt. Also das wäre schon der mal... Der kommt auch so rein, Personal Trainer. Ja, kommt überall, das einfach nicht. Die kommen überall rein, glaubst du mir. Wollen wir mal was singen? Von Jan, aus. Ich würde so gerne, du bist ja totaler Fan von... Billy Joel, ja. So. Ja. Der heißt aber, glaube ich, ne? Ja, Joel. Aber ich habe das als Billy Joel, habe ich den mit 18 geliebt und jetzt sage ich das auch was weiter. Sag Joel? Du sagst auch Joel? Mhm. Ich sage immer Billy Joel. Ja, ja, sag doch Billy Joel. Falsch. Sag doch, was du willst, du alte Kuh. Sag doch zu mir. Ja, sag doch, was du willst, du alte Kuh. Komm, wir gehen jetzt singen. Ja. Macht Spaß mit euch. Hey. Jetzt lässt du mich voll lieber angeklatscht. Du lässt es mal, du kannst du mitnehmen. Nimm dein Bier mit. Der kann ganz toll jetzt Klavier spielen und auch ja, singen. Ja, das warten wir erstmal ab, wie das ist. Aber die Hose sackt, sehe ich, Jan. Das ist... also, das ist... Das ist, kennst du das, was jemand das nennt? Ist schon wieder was weg? Nee. Doch, Bauarbeiter-Dekolleté. Maurer-Dekolleté. Oder so, ja, sowas. Maurer-Dekolleté. Aber fast wusste ich's. Na, Carsten, du kleiner Schnulli. Den nehme ich dir weg. Carsten-Uli. Mary, den nehme ich dir weg. Carsten-Uli, lässt du mich mal durch? Aber weil ich muss jetzt irgendwie auf diesem Klavier... Carsten, komm zu mir. Sitzen. Wenn du jetzt einen Personal Trainer hättest. Und würdest du hier durchrücken, geht das? Und zwar, ich mache so, ja, du rückst ja, ja, ja. Wir haben ja jetzt Platz. Genau. Mary, bist du auch eine Klavierschönheit? Ich bin jetzt hier bei Carsten und kann jetzt nicht zuhören. Aber, aber du singst bitte mit. Mary, mitsingen. Was denn? Was singt ihr denn? Ich weiß sogar, was ihr singt. Wir singen wurscht. Jetzt. Ach, ist ja wurscht. Don't go changing. Genau. Wie wir es geübt haben. Don't go changing. To try and please me, you never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Oh, I would not leave you in times of trouble. We never would have come this far. Oh, I took the good times, I take the bad times. Oh, I take you just the way you are. I need to know where you will always be. Same old someone that I knew. What will it take till you believe in me? The way that I believe in you. Oh. Someone that I can talk to. I want you just the way you are. Jan Gregor Krem! Jan Gregor Krem! Und Marinos! Mary, könnt stundenlang hier mit euch sitzen und nur Musik machen. Ja. Könnt ihr nicht noch einen zusammen? Habt ihr nicht? Kannst du nicht? Carsten auch. Ja, Carsten, nein. Wie musikalisch bist du denn eigentlich, Carsten? Ja, überhaupt nicht. Ja, dann wieder zurück auf Platz. So, hier ist die Musikecke. Da, hier. Du, wo ist Jan? Da, muschel dich einfach vorbei, genau. Wir, Mary, setzen uns da schon mal rauf zu dritt und machen die Bierdeckel. Wieder auf die Bierdeckel.
Wieder rauf. Habe ich eigentlich alles gefragt? Mensch, habe ich wirklich alles gefragt? Ist ja toll. Ihr habt nichts geschrieben, weil ihr keine Fragen natürlich. Damit wir das nicht umschmeißen, oder? Ja. Gehen wir mal das andere auch noch. Weil das nehmen wir auch mal mit für die Dinge. Das nehmen wir auch mal weg. Das ist alles klar, ne? Gar nicht. Guck mal, hier machen wir ein bisschen Trotz. Siehst du, das ist der Moment, den habe ich gefürchtet. Aber den... Ich kann hier nicht so hin. Guck mal, nein, du kommst hier rüber. Nächstes Mal bringst du deinen Personal Trainer mit. Das finden wir nämlich als Thema sehr spannend. Und jetzt musst du rüberschleudern, die Beine. Und die Lampe da lassen, wo sie ist. So, guck mal, ist doch toll. Bierchen links, ich brauche meins doch, Mary. Ach, bist du warum trinkst du denn überhaupt keinen? Ich bin anstrengend. Das ist deswegen habe ich auch keinen Mannsleib. Ich kann immer so anstrengend bin. Bist du auch anstrengend? Carsten. Nee, ich bin nicht anstrengend. Aber warst du denn mal anstrengend mit mir? Ich bin immer anstrengend. Mhm. Ja. Na also, dann wissen wir jetzt, warum wir keinen haben, weil wir so anstrengend sind. Jungs, sie ist total anstrengend, die Ros. Das wollte ich mal über den Kopf. Guck, hast du gesehen? Bitte in Großaufnahme, der Kleine hier vorne, der hat den Kopf geschüttelt. Den magst du, ne? Ja, der. Den magst du. Der mag dich auch total. Ja, den mag ich total. Der ist was für ein Vorgarten. Wir können uns ja nirgendwo wegnehmen. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr hier rausgehen. Guck mal, dafür, dass ich wenig trinke, amüsiere ich mich doch wie Bolle. Aber das ist doch super. Ja. Deswegen muss ich das vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht geht das bei mir auch. Meine Eltern sagen das auch mal. Die Jungen, muss das denn immer sein mit dem Alkohol? Früher haben wir eine Flasche Wasser auf dem Tisch, haben wir auch Spaß gehabt. Ja. Und war das so? Keine Ahnung. Weil du immer Wein auf dem Tisch hast und so, ne? So, ich wollte gerade noch was Tolles fragen, aber jetzt ist es weg. Merkst du eigentlich, dass man im Alter mehr vergisst? Entschuldigung. Nein. Leute, das ist die Gastgeberin. Stell dir mal vor, wir haben eine Party. Da kommt jemand und macht die Tür auf und sagt, sagen Sie mal, finden Sie das jetzt gut, dass Sie jetzt hier stehen? Oder sind Sie da nicht schon zu alt? Wollen wir über Sex im Alter reden? Hätte ich jetzt auch sagen können. Ja, bitteschön. Mach ich nicht. Wollen wir? Das wäre dein Lieblingsthema, oder? Ja, was glaubst du denn? Ich habe keine Ahnung. Es gibt jetzt einen Kinofilm, der läuft. Der heißt irgendwie. Und da haben zwei 80-Jährige haben Sex. Wolke 9. Habt ihr den schon gesehen? Wolke 9. Ich glaube, ich gucke den. Ich will wissen, was los ist später mal. Sehr wahrscheinlich auf dem Filmfestival in Oldenburg alles abräumen. So, wo und wann kann man Jan sehen und hören? Guck mal, da geht's schon los. Jetzt geht's aber mit der zweiten Karriere. Also erstmal, der nächste Termin ist ja wahrscheinlich in 2,5 Stunden irgendwo am Hamburger Hafen, schreiend, grölend. Nehm ich mal an. Komm ich mit. Gehen wir zusammen grölen da über den Kiez. Dauerkarte bei Lev gekauft oder bist du nur Modefan? Nein, Modefan, das geht überhaupt nicht. Meine Frau hat das besorgt, die hat im Wunder von Bern mitgemacht und da hatte die einen Kontakt zu Rainer Kallmund. Und ich habe eine Dauerkarte mit meinem Sohn zusammen. Ja, und da gehe, wenn ich nicht hin kann, geht meine Frau damit. Weil dein Papa, der Musikprofessor war, der hat das nicht erlaubt. Richtig. Fußballspiel nicht erlaubt. Nein. Und Jeans nicht erlaubt. Nein. Und eins noch. Kaugummi nicht. Nee. Ja, das war bei meinen das Eltern besser. Aus Amerika. Wir standen nur mit Jeans an, Kaugummi-Count an der Ecke und haben, ich war sogar bei Rot-Weiß-Köln, habe selber Fußball gespielt als Mädchen. Alles dummes Zeug. Alles dummes Bist Zeug. Du böse heute deswegen, dass du so war? Nein, ich bin nicht böse, aber ich ehrlich gesagt hole ich auch ein bisschen was nach, weil natürlich bin ich nicht so ein Top wie das. Also Schauspieler müssen ja kochen können, ein Kinderbuch schreiben und Fan sein. Ja? Also ich bin nicht so ein Fan, aber ich freue mich wahnsinnig, mit meinem Sohn da zu sitzen und der ist wirklich Fan. Und da habe ich Spaß dran, finde ich gut. Wie alt ist denn eigentlich der Sohn? 11. Der kann ja auch schon ein bisschen was gehen, der kann ein bisschen, reden und so. Er spricht sogar schon. Ja, ja, dann, meine, der kann auch schon alleine ja auch essen. Spaß, wenn sie 11 sind. Ja, da muss unbedingt mal ein Kind haben, glaube ich. Ich? Ja. Nee, ich habe mich jetzt irgendwie dagegen entschieden. Mit 11 kann er ja schon was, ne? Du musst noch ein bisschen, Mary. Nimm dich, verlier jetzt nicht die Kontenance, bitte. Vielleicht nimmst du ja vor der Sendung irgendwas, dass du gar keinen Alkohol mehr brauchst. Was ist das? Hey! Das ist eine Motte. Oh. Unglaublich. Möchtest du mal eine Frau spielen? Huch. Ich habe eine Frau. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe mal eine Tunte gespielt und da habe ich irre großen Spaß gehabt und es war eine schöne Rolle, also richtig eine Schwuchtel mit Bettszenen, mit allem. Mit Erfolg? Und mit Erfolg bei Sat.1. Der Erfolg war eigentlich nur, dass ich dann nachher beim ZDF nicht besetzt wurde. Aufruhr im Shantychor, alle voll Neid hier. Ja, oh, ich durfte meine Tunte spielen. Oh. Ich weiß ja, was, die haben doch bestimmt alle was drunter, oder? Ja, die eben. Haben was drunter. Ich bin gar nicht so verkehrt. Ja. Die haben was drunter. Und da, was ist
passiert? Ich habe dich unterbrochen. Dann ist passiert, ich habe die Tunte gespielt und es hat mir großen Spaß gemacht. Eben habe ich auch meine weiblichen Anteile entdeckt und dann wurde ich nicht mehr besetzt, weil es in der Redaktion hieß, wie, der kann doch kein Familienvater, der ist doch schwul. Ehrlich? Ja, so geht das. Man hüpft von einer Schublade in die nächste und irgendwann ist man tot. Vielleicht hast du aber auch immer ganz viele Doofe da beim Fernsehen und beim Film getroffen. Vielleicht gibt es ein paar gute, gibt es doch eigentlich. Ja, guck mal, diese Sendung. Hast du Adressen? Ja, zum Beispiel der NDR, ne? Diese Sendung hier, entschuldige bitte. Der NDR! Ja, das ist ja was ganz anderes. Na, das sind ja tolle Leute. 90 Minuten mindestens. Nächstes Jahr. Würdest du auch in einer Comedy-Sitcom mitspielen? In einer Sitcom? Weil das Com ist ja Comedy. Sit-Comedy. Also Comedy-Sitcom ist gedoppelt. Ist nicht was, von mir, wer hat denn das hier grammatikalisch ist aufgeschrieben? Ja, der meldet sich jetzt bestimmt. Mann! Natürlich würde ich das machen. Ich muss mein Haus abbezahlen. Wenn du wüsstest, was da der Quadratmeter kostet. Ist Leverkusen teuer? Da, wo ich wohne, ist sehr teuer. Ah. Jetzt wird er unsympathisch. Er verliert. Ne? Ja, gerade. Aber das kann er jetzt wieder gut machen. Ruhe was war ein Problem für dich, wenn deine Frau erfolgreicher war als du? Nein, sagst du, ne? Okay. Magst du Schlager? Ja. Du kannst nicht immer 17 sein. Nein, Liebling, das kannst du nicht. Wow, wow, wow. Ja. Meine Leben. War jetzt keiner von dir, aber es war ein Schlager. Aber immerhin. Immerhin. Jan, Dankeschön. Das sind Übergänge, wie sie besser nicht sein können. Da geht jetzt hier ins Jam. Da hört ihr das mal an. Nee, geht nicht. Ah. Hör mal, mit diesen Kackstelzen, denn ich sie ja immer gern, ist auch nicht mehr so leicht, denn ich brauche auch einen Personal Trainer. Hey, Jungs, it's a uniform, can they be? Ja, das ist... Oh, ja, da, genau. Ja, ah, oh. Wo stelle ich mich denn mal hin, damit ich irgendwo bei euch stehe? Ich nehme mal die Frau zum Unterhalten. Ja, dich nehme ich in den Arm und mit dir unterhalte ich mich. Sabine, na, kommt ihr denn jetzt gerade auch aus Österreich? Heute schon, ja. Global Kreiner, man kann so ein bisschen sagen, ihr verpoppt die kreinische Musik. Ja, das kann man so sagen. Auch verjessen und auch... Verjessen, verpoppen, aber irgendwie kreinisch. Hast du Handschuhe? Oh, schick. Ja, oh, das ist aber echt ganz schick. Lippenstift plus Gürtel. Mary! Ja. Lippenstift plus Gürtel plus Handschuhe und Schuhe, alles Farb in Ton, in Ton. Sensationell. Ganz toll. Wo wart ihr jetzt gerade und habt gerade gespielt? Wo waren wir das letzte? In Manchester. Yeah. It's not true. Ehrlich? It's definitely fucking true. No! Yeah. In Manchester, I don't believe it. How was it? Wie war's? Jungs, Mädels, ich muss was erzählen. Ich habe euch in Köln. Geregnet hat. Ich habe euch in Köln vor ein paar Jahren gesehen und ich habe gedacht, welch Mann würde mir jetzt ein Ei aus der Hose fallen? Das hat mir so gut gefallen. Ihr nehmt ja quasi Welthits und bringt aber dieses steirische, heißt es eigentlich steirisch? Ja, ne? Ja, dieses steirisch-kreinisch-bulgarische damit rein. Unheimlich viele Menschen kommen auf die Bühne. Du hast eine Wahnsinnsstimme, ein Wahnsinnsorgan, ganz toll. Und dann singt ihr so Madonna-Songs und dann auf einmal geht aber im Song ein bisschen die Volksmusik los. Und da hatte ich immer Gänsehaut, was man hier in Hamburg gar nicht sagen darf, weil so Volksmusik und sowas ist ja immer ein bisschen fies. Aber es ist so cool, was ihr macht. Und deswegen denke ich, was labert die Alte hier vorne jetzt noch die ganze Zeit? Jungs, Mädels, ich wünsche euch viel Spaß. Du redest mehr als der Karl Moik, wirklich. Ehrlich? Ja. Aber würdest du mir bitte sagen, dass ich ein bisschen anders rede als der Karl Moik? Du bist schöner als ich. Aber danke, das ist ein schönes Wort, damit ihr anfangen könnt zu spielen. Wir trinken noch ein Bier, ihr kriegt danach auch eins. Halt. Ich habe sonst kein Gefühl. Ich hab kein... Oh, nein, das wäre nichts. Nein. Ich komm, ist die 36? Kein Vertrauen, Schnucki. Ich hab kein Vertrauen. Hü! Ja. Ging!